Hallöchen, liebe Zuschauer, zur 123. Folge 1, 2, 3. Also sehr schön auf der Tastatur zu schreiben. Heute haben wir den Ligastart gegen Hoffenheim. Danach wollte ich auch direkt noch Paderborn-Köln machen. Danach können wir halt während zwischen den Episoden schön die Länderspielpause machen bis zum Heimspiel gegen Wolfsburg. Moment, ich habe einen Kriminal. Hull City, auch ein geiler Verein, ich glaube in der 2. Liga, ne? Ja, alles gut, Mika. Formel 1 machen wir eh erst frühestens in einer halben Stunde. Genau. So, die Aufstellung sieht ganz gut aus. Auch die Spielpraxis. Also eigentlich haben wir die Testspielphase sehr gut genutzt. Das ist unser Vorteil. Wir hatten noch eine olle 3. Liga sogar. Hall, krass. Es sind viele Teams sehr stark runtergesunken, nachdem die abgestiegen sind. Wahrscheinlich auch wegen den Gehaltskosten, kann ich mir vorstellen. Natürlich hatten wir den Vorteil wegen der EM und der Olympiade, wo es leider Akomach verletzt hat, noch 2 bis 3 Wochen ausfällt. Sind jetzt aber nur die 3 Ligaspiele, das kriegen wir hin. Sind jetzt abgestiegen, okay. Dann viel Erfolg, solltest du auch bestimmt schaffen, die hochzukriegen. Ne? So, wir lassen natürlich die Leute spielen, die ein bisschen Spielpraxis brauchen. Zack. Emre Can, so gut wie wieder fit. Esteves kommt rein. Na, Ulke Unbehauen kann auch noch mitmachen. Odremi hat so unfassbar gut gespielt im Pokal. Wobei Sancho auch 3 Tore, eine Vorlage. Ah, doch, komm. Ja, ich kenne das Killerkalle. Ich habe auch ein Save mit Bolton Wanderers in der. Jetzt mittlerweile in der 3. Liga. Und das ist schon krass schwer da, weil da so viele Spiele sind. Du hast wirklich nur englische Wochen. Wenn es mal keine englische Woche gibt, dann freust du dich wirklich den Arsch ab. Schon fast. Dann haben wir noch die Papa Jones Trophy, die Liga, den Pokal, den Dento Gedächtnis Cup. Ah, stimmt, muss ich wieder normal stellen. Wir hatten immer auf 2, ne? Ja. So, dem hier mit der ersten Gelegenheit nach 3 Minuten, Thomas Esteves. Schön auf Jude Bellingham. 1-0 nach 3 Minuten. Sehr schön für Jude und besonders schön für Esteves. Ja, Killerkalle. Es wird gefühlt, auch wenn es sich komisch anhört, einfacher, wenn er zum Beispiel von der 2. in die 1. Liga aufsteigt, weil dann hast du nur 38 Partien und nicht 46. Und dein Kader ist halt ein bisschen breiter, die Spieler haben eine bessere Kondition, du musst nicht so häufig rotieren. Aber es macht Spaß, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Boah, dem hier. Hat jemand fast die Beine weggeschossen. Was aber auch noch erschwert hinzukommt, wie ich finde, ist halt diese Transferregel in England. Die Arbeitserlaubnis, die man haben muss. Klar. Macht auf jeden Fall auch Spaß. Schön gespielt von Unbehauen, aber warum war der so unglaublich frei? Kann mir das mal jemand sagen? Ja, klar, das kennt man halt wirklich alles. Klar, klar, das stimmt. Heißt aber mir trotzdem, dass ich es nicht gerne mache, ne? Der BVB wird immer mein Verein bleiben, mit dem ich spiele, aber ich liebe es halt überall. Oben, unten, dazwischen. National, international. 2-0, Yusuf Demir. Er startet wieder gut. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Glaubt ihr wirklich? Jetzt mal eure Meinung. Könnt auch gerne unter dem YouTube-Video schreiben. Glaubt ihr, wir schaffen es, die Saison vom letzten Jahr zu toppen? Wir hatten 31 Siege, 3 Unentschieden. 96 Punkte. Oder zumindest, dass wir wieder so gut spielen. Glaubt ihr das? 3-0, Yusuf Demir. Es startet auf jeden Fall krass. Mal wieder. Spiel jetzt schon entschieden.
Mit Sunderland? Ja, gut. Man wird manchmal rausgeschmissen, ne? Das gehört dazu. Moin, Dominik. Moment. Du musst mich aber nie siezen. Ich mag es nicht unbedingt, wenn man siezt. Kannst ruhig du sagen, ne? Anderes Design. Ja, du gehst einfach auf die Seite von Football Manager bei Steam, dann gehst du auf Workshop. Dann hast du die meist abonnierten und so weiter. Da kannst du oben rechts, glaube ich, nach einem speziellen Workshop suchen. Wie zum Beispiel schreibst einfach Deutschland hin, dann hast du alles, wo Deutschland inbegriffen ist. Da musst du nur auf Abonnieren drücken. Und das war's. Und dann, wenn du das Spiel startest und zum Beispiel eine neue Datenbank lädst, kannst du das direkt einstellen. Aber ob man hier Skins beim Workshop kriegt, weiß ich gerade nicht. Und wenn, dann auf jeden Fall mit Meistertrainerforum. Und hier, Meistertrainerforum. Bellingham 4-0. Was ist heute mit Juve los? Krass. Zwei Tore, eine Vorlage. Alles gut mit Dominik. Ich war jetzt nicht sauer. Oder FM-Scout, klar, das gibt's auch. Benutze es halt nur seltener. Ich habe nur früher immer das Meistertrainerforum benutzt. Aber da ist es selber nie. Ja, Dominik. Die kriegst du im Workshop, ganz einfach. Das ist sogar eins der meist abonnierten Dinger, die es da gibt. Also eigentlich sind die da direkt oben angezeigt. Ganz einfach abonnieren. Je nach Internet 10 Sekunden downloaden und du hast es. Aber eins ist klar, du musst einen neuen Save starten. Du kannst jetzt nicht den aktuellen benutzen, den du hast. Ich hoffe, Guardiola hat nichts Schlimmes. Gut, für kein Gegentor hier, Leute. Oder Remy. Jude wird überhaupt nicht angegriffen. Der hat heute, muss man schon sagen, guten Bums hinterm. Beim Fuß. Sagt man das so? Der hat einen guten Bums. Beim Fuß? Hinterm Ball? Ich weiß es nicht. Schon auf Vorland, noch ohne Tor heute. Hat wirklich eine Two-Man-Show mit Bellingham und dem hier. Beide jeweils zwei Tore, eine Vorlage. Der Killer-Kalle, soweit ich weiß, ja. Aber ich persönlich habe es leider auch noch nie gemacht. Vielleicht weiß der Gregor Simon oder jemand der anderen was. Aber. Das ist auch etwas, wo ich mir schon hin und wieder mal Gedanken drüber gemacht habe. Oh, dem hier 5-0 zur Halbzeit. Hattrick. Müsste aber gehen, ja. Okay, wir spielen nicht so schlecht. Mendes kann auch noch eine Stunde raus. Ja, Gregor sagt, ja. Wird stimmen. Olaf wirkt für Esposito und später kann er Abdul Seydou. Gregor, weißt du denn genau jetzt aus dem Kopf heraus, wie das geht? Okay, die Grätsche sah ein bisschen brutal aus von Remy.
Remy 6-0. Dominik, geh einfach in deiner Steam-Bibliothek auf Football Manager. Und dann unter Spiele, wenn du auf Spielen drückst, hast du Shop-Seite, Community Hub, Punkte Shop, Gruppe finden, Diskussion, Guides, Workshop und Support. Ich kann es dir mal kurz zeigen, Moment. Hier, Bibliothek, dein Spiel, Dominik. Hier hast du Workshop. Und hier hast du die ganzen Sachen. Hier beliebteste und so weiter. Am häufigsten abonniert. Müsste auch irgendwo die deutsche Liga sein. Und so weiter. Und dann einfach nur draufklicken. Abonnieren und schon hast du es. Das ist alles. Wenn er so halbwegs so weitermacht. Schon krass. Der hat einen Torinstinkt bekommen. So einen richtigen. Okay, Gregor, dann schaust du jetzt auch mal rein, aus Interesse. Dankeschön. Genau, Holland. Numero 7. Erstes Tor von Erling, in der Liga zumindest. Und direkt eine Vorlage für Abdul Seydou. Okay, wir starten. Wirklich wie die Feuerwehr. Okay, mir gefällt mir, der ist schon aggressiv in den Zweikämpfen und gewinnt die auch, das ist das Wichtigste. Boah, geiler Schuss. Und geile Parade. Dem hier hat eine 10,0. Mal gucken, ob er jetzt im vierten Jahr hintereinander seine Scorer-Punktanzahl in der Liga knacken kann. Ist schon mal ein ordentlicher Start. Wir waren ja 19 in der letzten Saison. Ja, dann hat er ja schon mal fast ein Viertel. Och nee, abseits. Gut. Equilibrium zu 0. Vielleicht auch die Gegentoranzahl ein bisschen versuchen zu minimieren. Oder eher gesagt, verglichen mit der letzten Saison. Minimieren. Der wäre schön durchgesetzt und holt einen Elfmeter raus. Schreib einfach mal Deutschland. Müsste dann auch eigentlich da sein, oder? Yeah, Jude. Auch mit einem Hattrick. Genau, ich habe einfach gib einfach Deutschland ein und das erste ist Fußball-Liga-System Deutschland. Habe ich gerade gefunden. 8-0, das ist auch schon mal ein ordentlicher Start in die Saison. Fast so hoch gewonnen gegen Pampo. Ja, moin.
Guardiola 3 Wochen, okay, das ist in Ordnung. Ja, letzte Saison 19, jetzt schon 4. Also, auf Spieler gehen, Entwicklung, Training. Eine neue Spielereigenschaft. Da. Das stimmt, Kalle. Ah, dann Techniktraining auswählen, danach schwachen Fuß trainieren. Nochmal so. Mal kurz gucken. Ah, im Spiel den schwachen Fuß zu meiden. Hier ist jetzt nichts mit dem Fuß, aber dann wird das wahrscheinlich auch so gehen, ne? Mhm. Bellingham, ne, auch guter Start. So, gehen wir mal in Urlaub, damit wir die 3 Partien heute in der Folge direkt schaffen. Ich weiß nicht, Dominik, ob du es gefunden hast. Vielleicht guckst du mal kurz hier bei mir. Nein, nicht Deutschlands. Deutschland und das hier. Das ist das, was ich benutze. Fußball-Liga-System Deutschland. Abonnieren, dann wird es direkt gedownloadet und dann hast du es. Das ist alles. Gregor, weil das war eigentlich Yusuf Demir, der ist, soweit ich weiß, nur Linksfuß, aber gut, kann sein. Kann natürlich sein. Kann ja später mal selber in Ruhe nachgucken. Nee, Kalle, also ich habe jetzt zumindest keinen Bug erkannt. Ich habe das aber auch erst seit ein paar Wochen, also. Vielleicht wurde es schon gefixt, als ich es mir geholt habe. Ja gut, das kann gut sein. Am Anfang sind ja immer irgendwelche Bugs, ne? Aber ich habe zumindest nichts erkannt mit dem DFB-Pokal-Bug, allgemein gar keine. Was? 9 Runden? Hm. Nee, das auf jeden Fall nicht. Das nicht. Ich habe auch keinen Bock zu. Natürlich, 9 Runden. Perfekt, Dominik. Gerne. Wie gesagt, wenn du es abonniert hast, wird es gedownloadet, dann kannst du einfach nur starten. Und dann, ja, wenn du ein neues Spiel startest, kannst du irgendwie Datenbank immer wählen, dann kannst du auswählen das von Steam Workshop. Und dann hast du es. Wir konnten mal jemandem helfen, ein bisschen. Endlich konnte ich jemandem ein bisschen helfen. Häufig fragen mich Leute irgendwas, wo ich mir denke, what? Aber jetzt. Ja, Carla, das ist wirklich von Anfang bis zum Ende. Das hört eigentlich so gut wie gar nicht mehr auf. Oh, wir haben 3 schon. Ja, moin.
Werbeeinnahmen Bayern immer noch doppelt so viel? Auch 2 Monate bei Felix. Sehr bitter. Das finde ich gar nicht mal so interessant. Klar, der ist nicht schlecht, ne? Muss man auch, Kalle. Aber das ist etwas, das mag ich zum Beispiel. Ich liebe es zu rotieren. Sridjan Budakov. Vielleicht kann man sogar einen Probevertrag machen. Klopp bei Atleti. Sehr interessant. Ich kann gut mir vorstellen, dass der da eine andere Spielweise jetzt hat. Fandewort auch noch 4 bis 5 Wochen. Was ist denn hier los, Leute? Na, lieber jetzt als später eine Sportlerleiste. Du magst das nicht? Ich liebe es zu rotieren. Bei mir sind eigentlich in England, ich schaue mal so 6 bis 8 Wechsel pro Partie normal. Ich würde sogar wirklich sagen, im Schnitt 6 immer. So, Verletzung, Verletzung, Verletzungen. Alle ein bisschen länger. Das ist doch nicht normal. Aber Gio Reyna kommt. Wir spielen ja gerade nicht gegen den Lauf. Ja gut, Paderborn, okay, aber ich würde ungern hier schon Punkte liegen lassen. Dem wird trotzdem geschont. Das heißt geschont, ich will die anderen spielen lassen. Ja, das ist auch klar. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt nur eine komplett junge Mannschaft habe, dann habe ich nur Leute, die ich jetzt rein rotieren lassen möchte. Ich habe zum Beispiel einen privaten Safe mit Lech Posen, da ist mein ältester Spieler 23, also ist ja praktisch nur Talente. Und da will man halt nach Möglichkeit ja jeden spielen lassen. 16 Zuschauer, es werden sogar mehr. Moin. Hallo schön. Zusammen. Hallo. Ja, meine Stimme geht noch nicht weg. Noch nicht. Ein Angebot. Es kostet nur 70 Millionen. Lachhaft. Schaut euch mal seine Quote an. Und guck mal unten, wie oft er eingewechselt wurde. 10-mal, 7-mal, 9-mal und so viele Tore. 61 Tore in 68 Partien. Also bitte, den gebe ich doch nicht ab. Ja, ich glaube, nur Martin und Felix werden danach noch nicht da sein. Der ist unzufrieden, wirklich. Oh, wo ist das hier? Ein unglaublich einflussreicher Spieler. Klappt immer. Oder ehrlich gesagt, wenn du schon 1-2 Jahre Trainer da bist und einigermaßen Erfolg hast, dann klappt das eigentlich so, kann schon sagen, so 100%. In 2 Jahren laufen die Verträge aus. Oder Remy braucht auf jeden Fall bald einen neuen Vertrag. Der hat wahrscheinlich noch diesen kurzen 3-Jahres-Vertrag. Als Nicht-Erwachsener. So, mal gucken, wie wir jetzt gegen Paderborn spielen werden. Und bei mir ist so, ich liebe es auch zu rotieren, weil ich gerne den ganzen Kader mal benutze. Klar, auch um Spielpraxis zu generieren, sowieso. Wenn ich jetzt nur Ligaspiele habe, Pokal, ja. Also wenn ich so gut wie nie englische Wochen habe, dann ja, ist es schwer, immer so viel zu rotieren, wie ich es tue. Mit einem Verein wie Dortmund, einfacher.
Schön von Olaf. Esteves einfach nach vorne. Ja. Ein bisschen zu weit nach vorne. Jackie, 1-0 nach 20 Minuten. Sehr gut. Der Ryan. Ja, klar, mit Hall musst du das machen, mit Hull City. Und sage auch, je schwächer die sind, desto schlechter auch die Kondition, Ausdauer. Und da werden die auch schneller platt. Beziehungsweise eher platt. Direkt vom ersten Spieltag ein erster. Vielleicht bleiben wir es dann auch so durchgehend. Das wäre natürlich wunderschön. Schon Halbzeit. Kann natürlich ein bisschen mehr passieren, das ist klar. Das würde ich mir wünschen. Kriegt Erling locker hin. Hat nicht mal mehr hier ein Verletzungszeichen oder so. Da mache ich mir keine Sorgen. Das ist ja relativ wenig, ne? Jetzt mal Cherky. Abgefälscht, Jadon Sancho. 2-0. War das gewollt? Schau ich mir nochmal an. Den wollte er direkt machen und Jadon auch so. Gute Reaktion vom Engländer. Das war aber auch Qualität von Sancho. Auch wenn es mega komisch aussah. Rick Erling, schwacher Fuß. Ja, noch 20 Minuten. Noch easy, bisschen zu viele gelbe Karten nach meinem Geschmack. Leipzig auch Zweiter mit 6 Punkten, aber natürlich haben wir die deutlich bessere Tordifferenz. Esteves. Und wieder ein Jay. Das ist doch ganz gut. 11-0 Tore. Na, schaffen wir die Tordifferenz von plus 104 von der letzten Saison zu knacken? Das sah schon fast nach einem Elfmeter aus wie Paderborn. Sehen, bleibt dran, Jude. Flanke auf Ryan Cherky. 4-0. 12-0 Tore nach 2 Partien. Spielt der? Ja, spielt dem hier? 3 Tore, eine Vorlage. Hört mal, Check geht 2 Tore, eine Vorlage. Ja. Wo ich immer wieder zweifle, ob ich den nicht, beziehungsweise darüber nachdenke, ob ich den nicht verkaufen sollte. Der denkt sich so, Herr Trainer, bitte warten Sie noch ab. Die sollten mich nicht verkaufen. Warum? Darum. Komisch geflogen. Auch in der letzten Partie, als er den Elfmeter rausgeholt hat, ist er so theatralisch nach vorne irgendwie geflogen. Und der Olaf nochmal. Ab heute ohne Scorerpunkt. Egal. Super. 8 Tore gegen Hoffenheim, 4 gegen Paderborn. Sag ich mal so, eine Minus-Tordifferenz werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Ja, Killerkalle eigentlich immer. Also schon, ich würde schon so sagen, 90% Stream ist FM. Vor allem, ich nehme es ja immer auch auf, wenn mir die Folgen ausgehen für YouTube. Ich nehme das ja immer für YouTube auf. Ich versuche jetzt nicht 2 Monate im Voraus aufzunehmen, das ist auch ein bisschen blöd.
Da kann man auf Kommentare schwer eingehen. Aber ja, klar. Und ich habe ja mehrere Saves mit dem BVB, mit den Bolton Wanderers und so weiter und so fort. Klar. Das stimmt, Killer. Du bist ein Killer. Man kann es einfach sagen, laut Statistik stream ist immer so 13 bis 17 Mal im Monat. Und davon sind auf jeden Fall 80-90% FM. Ich würde gerne häufiger was anderes machen, aber man bleibt häufig hier. Ja, ich versuche das auch immer Kalle zu nennen, aber du bist halt Killer. So, noch auswärts in Kölle. Dann haben wir die Länderspielpause. Und dann fängt es ja so richtig an mit den englischen Wochen. Transferfenster würde ich komplett durchurlauben auf den Malediven. So schön hinten zurück mit einem Cocktail und einem Sonnenschirm. Und mit gerade 16 Zuschauern, die immer noch da sind. So geht das. Die ganzen Manager rufen mich an. Ich will den haben für 120. Ich will den haben für 80. Und ich so. Ich nehme mein Handy meistens an. Handy aus. Weg. Nix da. Gleich haben wir auch die Champions League Auslosung. Bin ich mal gespannt. Ob dann 2, 3 starke Vereine sein werden oder nur einer. Bleiben alle in Dortmund, genau. Und wir sind also sowieso in der Position, der Vorstand wird nie ein Angebot annehmen ohne unser Einverständnis. Dafür sind wir zu groß. Die haben alle lange Vertrag. Nö, keine Ausstiegsklausel. Nö, nö, nö. Ja. Auch Dortmund-Fan. Mitglied seit 2008. Also Vereinsmitglied. Du wahrscheinlich auch, Kalle, oder? Oder? So, ein Tag noch. Ach, PUBG hat gleich ein Update geschafft. Ja, wenn nicht heute, vielleicht morgen, übermorgen. Nee? Braunschweig, auch ein geiler. Ich liebe die Fans von Braunschweig. Für mich da aus der Gegend haben sie die geilsten Fans. Wenn ich jetzt zum Beispiel so als neutraler Zuschauer früher die Zeit mitbekommen habe in der ersten Liga. Wird vielleicht nicht jeder Hannoveraner gerne hören, aber das ist jetzt zum Beispiel so meine Meinung. Ob es jetzt stimmt. Lazio Rom, Sporting Lissabon und der FC Brügge. Ja, leichte Gruppe. Srdjan Budakov. Ja, der ist nicht schlecht, aber habe ich schon überlegt. Esposito. Noch 1 bis 3 Tage. Ich dachte jetzt schon, wenn er jetzt auch noch lange verletzt ist, ne? Dann fretzt es wirklich kalles Besen. Gerne. So. 3 Wochen, 5 bis 8. Eine Champions League Partie wird Fanabort ausfallen. Aber ist doch schön für Luca.
unbehauen kann ein paar Partien machen. Für uns. Direkt mal Wolfsburg ausgegrenzt. Wir sind auch wieder 18 Spieler auf Länderspielreise, also wieder eine ordentliche Zahl. Übrigens, alle, die gerade live dabei sind, ich werde morgen auf jeden Fall wieder streamen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr morgen wieder reinschauen. Ich denke auch so nachmittags. Genau Uhrzeit weiß ich noch nicht, vielleicht so 18, 19 Uhr. So, auf geht's. Ich werde es aber auf jeden Fall Bescheid geben jetzt auf Discord, Facebook, Twitter, oder Twitter, Facebook, auch auf YouTube, da habe ich eigentlich mal Bescheid. Und Discord, also wenn ihr wollt, gerne irgendwo von den Plattformen folgen, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Oder einfach, ihr habt ein Follow unterlassen, dann kriegt ihr sowieso eine Benachrichtigung, wenn ihr es aktiviert habt. Das kennt ihr ja schon, ne? Ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wie man das aktiviert, dass man eine Benachrichtigung kriegt. Ich habe es deaktiviert. Kriege bei niemanden eine Benachrichtigung. Ich weiß gar nicht, wie man es rückgängig macht. Aber ich brauche es gar nicht. Ich bin jemand, ich gucke nur, wenn ich keinen Bock habe zu gucken und nicht, weil er gerade live ist. Also die Person. Da gibt er genug Auswahl. Yusuf Demir mir wieder. Ja, das stimmt. Gerade, das stimmt. Ich muss sagen, für mich ist das schon gefühlt Jahre her, dass man gegen Braunschweig einen Pokal gespielt hatte. Obwohl es in dieser Saison war. Vom Gefühl her ist das schon so lange her. Ja, ein bisschen kreativer spielen hat auch gut funktioniert gegen Paderborn direkt. Immer die Kölner ein bisschen platt spielen, wie auch Paderborn. In der ersten Halbzeit haben sie ganz gut gehalten und danach zack, zack, zack. Wie ein Kartenhaus, wie man so schön sagt. Auseinandergefallen. Demir Esteves, Camavinga, wieder Thomas. Thomas Olaf wird ein bisschen drüber. Und Mika, wie ist es gelaufen gegen Juve? Falls du noch da bist. Gewonnen im Hinspiel? Der hat sogar schon ein Rückspiel gehabt. Ja, wirklich Sancho. Vier Leute mit einer schlechten. Oh, Esteve sogar mit einer negativen, richtig negativen Einstellung. Bisschen mehr vorne, ja, ja. Trotzdem sind wir dominant, also. Wird doch hoffentlich mit der Zeit hier ein Tor fallen. Und wieder mal. Für 1 verloren. Das wird schwer. GG, Gregor. Sehr gut. Und dann ist doch vielleicht was drin für den HSV diese Saison. Ne? 1-0 Holland. 35. Schöne Flanke von Nuno Mendes. Ja klar, gerade das ist natürlich was anderes. Ne? Aber ich sag immer, ich bin froh, trotzdem BVB-Fan zu sein. Ich wurde Fan, als man insolvent war und gegen den Abstieg gespielt hat. Wirklich den schlechtesten Fußball der Saison. Mit Bert van Marwijk dann noch, mit Thomas Doll. Und nach einem deutschen Trainer, dessen Namen ich vergessen habe, der nur ein paar Wochen da war. War wirklich unterstes Mittelfeld hatte, also die Zeit vor Klopp. Ich genieße jede Saison. Auch jetzt gerade, wo man nur Fünfter ist. Da merkt man, 2-0, super gespielt. Und Sancho knipst schon.
Und dann merkt man einfach, wie die Ansprüche gestiegen sind in Dortmund, als ich angefangen habe zu gucken. Platz 5, allgemein obere Tabellenhälfte, nah an den Europa-League-Plätzen. Das war für mich immer so, oh, Dortmund hat einen einstelligen Tabellenplatz. Wie geil ist das denn? Das weiß ich noch. Es ist gerade Röber, ne? Röber war das. Genau, Stefan. Da weiß ich noch, hat man 3-2 gewonnen gegen die Bayern. Erste Partie in der Rückrunde, alle dachten, boah, geil, das wird eine geile Rückrunde. Danach alles verloren. Und irgendwann ist er gegangen. Und dann kam, glaube ich, Thomas Doll, ne? Das waren noch Zeiten. So die Anfangszeiten, wo man so richtig drin war. Das war schön. Hat man mehr mitgefiebert als heute. Ich zumindest. Heute ist es selbstverständlich sehr geworden, dass man gewinnt. Röber, genau. Dann glaube ich teilweise 17. Dann kam Thomas Doll. Hat man gewonnen 4-1 gegen Aachen. Und dann fing eine kleine Siegesserie an. Am Ende wurde man, glaube ich, 9. Und ich dachte, geil, man wurde 9. Wie geil ist das denn? Ich fühle mich immer alt, wenn ich mir so denke, das waren Zeiten. Das waren Zeiten, meine kleinen Kinder. Damals hat man noch aus Fliegen getrunken, aber keine Ahnung. Rainer. Zack. Damals gab's noch Klopapier. Ja, ich glaube, Braunschweig ist der 16., ne? Alles möglich, auf jeden Fall. Alles möglich. Also, so wie immer, eng in der zweiten Liga, ne? Nur Würzburg ist ein bisschen abgeschlagen, aber der Rest, da kann doch nicht passieren. Ein neuer Follower, Bommel 1998. Vielen Dank. Du bist die 529. Dankeschön. An diesem späten Abend. Mitten in der Nacht, 2.51 Uhr noch ein Follow. Dankeschön. Einen wunderschönen Ostermontag wünsche ich dir. Aber dein Name sagt mir was. Kann es sein, dass du schon mal da warst? Oder auf einer anderen Plattform? Ein Bommel? So, also die da, spielen ja morgen Abend nicht. Der Pauli-Verein, den würde ich super gerne wieder in der ersten Liga sehen. Aber da die es eh nicht schaffen werden, gönne ich Braunschweig einen Sieg. Geht nach dem dritten Sieg in der dritten Partie aus. 14 Tore, noch kein Gegentor. Ich hoffe, es bleibt dabei. Das wäre dann wirklich eine mehr als weiße Weste. Nee, Bommel? Okay, dann vielleicht jemand anderes, der so ähnlich süß. Aber auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Auch BVB-Fan oder von einem anderen Club? Geil. 3 Partien, 3 Siege, alle zu 0. Schon mal 2 Auswärtspartien hinter sich. Klar, das war jetzt nicht die höchste Klasse, aber kein Bayern, Leipzig und so weiter und so fort. Aber wir haben es geschafft. So, meine lieben YouTube-Zuschauer, das war es natürlich wieder von heute. Morgen dann direkt in 2 Wochen vom Westenclub in Bommel. Kannst du gerne schreiben. Also es ist kein, auch wenn du Schalke sagst. Alles ist hier erlaubt.
Wir sehen uns dann genau in 14 Tagen wieder mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und wahrscheinlich dem ersten Champions-League-Spiel genau zu Hause gegen den italienischen Club Lazio Rom. Also habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen, wie gesagt, wieder um Punkt 1 Uhr. Tschüssikowski.